Sender von Taiwan Foodie. Das Wetter ist wärmer und wärmer und jeder von uns freut sich auf Sommer. Und was denkt man dann, wenn Sommer kommt? Grillen! In Taiwan, wir grillen auch sehr gerne. Ich zeige euch genau heute ein Rezept, ist das diese Barbecue-Sauce, was wir verwenden in Taiwan. Und machen wir so einen Spieß und danach wird dann gegrillt und dann diese Soße drauf gepinselt und weiter gegrillt. Das ist wahrscheinlich für euch erstmal sehr interessant zu hören, weil hier in Deutschland ist oft das Fleisch in so eine Marinade, und zwar eine dicke Marinade, das Fleisch einlegen und direkt auf den Grill legen. In Taiwan grillen wir oft auch erstmal pur oder dann mit Salz, je nachdem welche Soße man verwendet. Und ich zeige euch heute, ist das, man grillt erstmal pur ohne Gewürz. Und bis das 90%, wenn das Fleisch und Gemüse gar ist, dann pinseln wir auf die Soße und dann werdet ihr sehen, wie das aussieht. Jede Fleischsorte könnt ihr verwenden. Ich verwende heute Hähnchenschenkel und dann Zwiebellauch. Nur dieser weiße Teil. Und für diese leckere Barbecue-Sauce brauchen wir die Zutaten: 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Taiwan Barbecue-Sauce. Das ist diese bekannte Barbecue-Sauce aus Taiwan. Das habe ich auch hier einen Link unter in der Beschreibung hinzugefügt. Könnt ihr im Internet finden oder auch in einigen Asien-Supermarkt. 1/2 Esslöffel Zucker. 1/2 Teelöffel gepresster Knoblauch. Wir werden heute diese Spieß aus Holz oder aus Bambus verwenden. Und das ist so ein Hinweis von mir oder auch von ganz vielen Asiaten, die kennen das, ist, dass bevor man das verwendet, erstmal das in kaltes Wasser einlegen, lässt dann das Wasser richtig in den Holz oder in den Bambus reingehen. Warum tut man das? Weil dann wird später dieser Holzspieß oder Bambuspieß nicht so schnell verbrannt. Wir lassen die einfach hier erstmal reinlegen. Erst schneiden wir unsere Zwiebellauch, diese weiße Teil. Und das ist je nachdem, wie viel möchtet ihr für jede Portion Zwiebellauch haben. Ich würde empfehlen, nicht so groß zu schneiden, weil dann ist nicht so einfach gar zu grillen. Ich würde sagen, ungefähr so 1,5-2 cm breit so schneiden. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Hähnchenschenkel entbeinen. Das habe ich bei dem Teriyaki Rezept schon mal gezeigt, aber ich zeige nochmal. Erstmal hier die Seite verwenden, erstmal, und dann dieses Hautstück einfach abschneiden. Und das ist so diese Knochen noch dabei. Da legt eigentlich so auf den Knochen unten und deswegen soll man den flach von dem Messer halten und einschneiden. Wenn ihr nicht sicher, wohin ihr schneidet, dann immer die ganze Zeit bei Schneiden etwas aufmachen, dann gucken, wo dieser Knochen ist. Manchmal bei so Drehen sieht man schon genau, wo der Knochen ist, wo ist dieser weiche Knochen. Und genau hier schneiden wir einen Schnitt nach unten. So trennt ihr dieses Stück vom Knochen. Und dieses Stück kann man auch für Suppe verwenden, da muss man nicht wegschmeißen. Für diesen Teil ist auch sehr einfach. Das ist wie eine L von den zwei Knochen. Und hier in der Mitte ist auch wieder so eine weiche Knochen. Und da wollen wir gerne hingehen und finden. Aber erstmal, ich mache zwei Schnitte, damit dass ich diese L-Form von den Knochen erstmal sehe. Spitze von dem Messer einfach so einen Schnitt, bis dass man berührt dann diese Knochen. Du siehst ja, ich habe schon mal Knochen berührt und dann erstmal hier entlang. Also bei Schneiden bitte vorsichtig nicht eure Finger verletzen und ich würde auch empfehlen, immer ein sehr scharfes Messer verwenden, weil stumpfe Messer eigentlich hat mehr Risiko, dass ihr selber eure Finger verletzen. Auf dem Knochen genau drauf schneiden und ihr seht das, ich habe schon hier die zwei Knochen gefunden. Und genau hier ist dieser weiche Knochen, das wir suchen möchten. Bevor ich da hier schneide, ich trenne mal hier auch noch mal ein bisschen das Fleisch von den Knochen. Dann ist gut zu sehen. Jetzt mache ich hier einen Schnitt. Das ist schon getrennt, zwei feste Knochen.
Und ich persönlich, ich mag erstmal hier dieses Stück erstmal rauszuholen. Ich habe hier die zwei Knochen schon geteilt. Und jetzt brauche ich nur hier nochmal mehr Fleisch aus den Knochen zu lösen. Links und rechts, beide Seiten nochmal ein bisschen schneiden. Schneiden so weit, bis man diese Knochen eigentlich hochheben kann. Und dann jetzt kann man nochmal hier hochheben und dann das Messer nach außen schneiden. Nach unten schneiden. Hier, diese Knochen ist dann gelöst. Genau hier verwenden wir gleiche Methode. Finger immer weg und dann nur den Spitze von, nur die Spitze von dem Messer das Fleisch aus den Knochen teilen. Bis das soweit ist, kann man hier wieder mal Knochen hochheben. Und dann kann man wieder nach außen das Messer zu schneiden. Das ist auch jetzt wieder geteilt. So haben wir ein ganz gut entbeinte Hähnchenschenkelsteak. Knochen soll man auch nicht wegschmeißen, das kann man auch für den Hühnerbrühe kochen. Diese Hähnchensteak werde ich so circa 6 Stück teilen. Ich schneide einmal in der Mitte und dann kann man hier 3 Teile schneiden. Und dann lasse ich hier auch nochmal 3 Teile schneiden. Jetzt mischen wir die Soße zusammen. Alle in eine kleine Schüssel hinzugeben. Und wir rühren, bis das Zucker und alle Zutaten gut zusammen kombiniert. Und jetzt kann man erstmal noch so kosten, die Soße. Das muss schon salzig sein, aber nicht übersalzig. Weil wir pinseln nur leicht dann auf dem Fleisch. Und dann nach dem Backen sowieso, diese Flüssigkeit wird dann nochmal ausgedünstet und dann wird noch intensiv und kräftiger von dem Geschmack. Deswegen, wenn das so schmeckt, da salzig, gut, dann ist genau richtig. Und jetzt können wir zusammen einen Spieß machen. Erstmal ein Stück von dem Zwiebellauch nach unten kommen und dann spießt man einfach das Fleisch durch. Aber wenn da so ein Teil ist, genau wie hier, ihr seht, dass das in Form ist ein bisschen ungünstig. Dann einfach zusammenpacken. Erstmal hier die Seite. Also so ein bisschen wie eine U-Form. Am besten Hautseite nach außen, weil dann kann man knusprig braten. Und dann nochmal ein Zwiebellauch hinzu. Und dann auch nochmal. Und wieder so eine U-Form. Und dann nochmal ein Zwiebellauch hinzu. Was wir hier machen, ist das oben und unten durch den Zwiebellauch befestigen. Das ist hier so ein Spieß. Spieße sind jetzt fertig, wir können jetzt grillen. Also ich möchte ja einfach in dem Studio zeigen, wie man das geht. Deswegen habe ich dann keinen Grill hier, sondern ich mache auf so eine Grillplatte auf den Gasgrill. Ihr könnt gerne diese Rezept oder die Spieße und Soße auf euer Grill machen. Egal, das Grill mit Gas oder Grill mit Kohle, beide okay. Ihr könnt das verwenden, aber ich verwende jetzt hier auf den Grillplatte. Hautseitig nach unten. So, bis zum 80%, das schon durchgegart ist. Und dann jetzt können wir unsere Soße drauf pinseln. Nach dem Soße aufpinseln, soll man aufpassen, nicht, dass das so schnell verbrannt ist. Die ganze Zeit immer prüfen. 2 Schichten machen wir, jede Seite. Das ist die letzte Schicht. Wir lassen oben diese Schicht nochmal grillen und dann ist fertig. Das ist jetzt fertig. Beide Seiten sind dunkelbraun, sehr knusprig gebraten. Jetzt können wir rausrollen. Jetzt können wir kosten.
Zum Barbecue, wie kann man ohne Bier essen? Erstmal Prost. Immer Fleisch und Gemüse gleichzeitig essen. Sehr, sehr, sehr lecker. Wir haben dieses Rezept schon mal auf unserem Gasgrill probiert. Natürlich auf dem Grill, das schmeckt noch ein bisschen besser, weil einfach mit dieser Hitze, da kann man das Fleisch auch besser knusprig grillen und auch natürlich diese Gemüse auch besser grillen. Auf der Grillplatte, das hat ein bisschen weniger diesen Vorteil von der knusprigen diese Schicht von dem Spieß zu machen. Trotzdem, diese Soße ist einfach sehr lecker. Das schmeckt einfach allein von so sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ihr probiert mal zu Hause für diesen Sommer, für endlich mal irgendwann das frei ist, dann kann man draußen grillen und dann feiern, auch mit Familie grillen und feiern. Ich hoffe, dass ihr probiert mal mein Rezept. Hoffentlich gefällt ihr mein Video und mein Rezept von heute. Nicht vergessen Daumen hoch und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!